Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuen Video. Heute geht es nicht um Smartwatches, sondern um ein neues Fitnessgerät für zu Hause, nämlich das Mobboy Home Laufband, das ich dankenswerterweise von Mobboy zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und in dem Video zeige ich dir, was seine Funktionen sind und ich sage wie immer, für wen es geeignet ist. Und wenn dich mehr Videos zum Thema Smart Home interessieren, dann abonniere unseren Kanal und wenn du die kleine Glocke aktivierst, dann verpasst du auch keine Videos mehr. Das Mobboy Home Laufband hat eine UVP von 449,99 Euro. Seine Maße betragen 123,5 x 68,5 x 106,5 cm bei einem Gewicht von 34 kg und einem zulässigen Höchstgewicht von 120 kg. Es hat einen Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 12 km/h im Laufmodus bzw. 1 bis 4 km/h im Gehmodus und ist mit einem LED- und einem Touchscreen-Display ausgestattet. Werfen wir nun einen Blick auf das Mobboy Home im Detail und wie immer starten wir mit dem Lieferumfang und darin ist neben einer Bedienungsanleitung, in der du auch die Aufbauanleitung findest und zwar auch in Deutsch, auch das erforderliche Werkzeug enthalten, das du für den Aufbau brauchst. Bei uns hat der Aufbau ungefähr 20 Minuten gedauert, weil du nicht wirklich viel aufbauen musst. Du musst lediglich das Bedienelement und hier diese Seitenteile anbringen und dann kannst du auch schon loslegen. Und dann gibt es auch noch eine kleine Fernbedienung, mit der du das Ganze steuern kannst und zwar die Geschwindigkeit erhöhen bzw. senken kannst und das Mobboy Home dann auch an- bzw. ausschalten kannst. Wenn wir uns dann das Laufband selber anschauen, hast du hier natürlich die Lauffläche. Die ist 1 Meter auf 40 cm und hier unten findest du auch das LED-Display, das dir anzeigt, wie viel Zeit schon vergangen ist, welche Strecke du schon zurückgelegt hast und wie viel Kalorien du verbraucht hast. Und auch den Bluetooth-Lautsprecher, hier kannst du einfach mit dem Smartphone oder dein Tablet mit dem Mobboy Home koppeln und das Ganze dann hier oben auf die Halterung legen und vielleicht Filme oder auch Videos gucken oder einfach nur Songs hören. Dann hast du hier das Bedienelement, das via Touch gesteuert wird und ganz einfach hier die Geschwindigkeit erhöht. Wenn du lange drauf drückst, dann erhöht sich die Geschwindigkeit schneller und wenn du einzeln drauf klickst, dann natürlich etwas langsamer. Im Laufmodus kannst du bis zu 12 km/h laufen, beziehungsweise die Geschwindigkeit bis zu 12 km/h einstellen. Im Walking-Modus sind es nur 4, auch egal wie viel du auf dieser Fernbedienung rumdrückst, es wird nicht mehr als 4 km/h im Walking-Modus angeboten. Du hast hier auch einen Sicherheitsschlüssel, den du an deine Kleidung anbringst und wenn du dann irgendwie stolperst oder irgendwas isst und der sich rauszieht, dann stoppt das Gerät sofort und zeigt auch eine Fehlermeldung, es piept und erst dann, wenn du das Ganze wieder richtig anbringst, dann kannst du auch hier oben wieder steuern und wieder weiterlaufen. Und du hast die Möglichkeit, das Ganze, wie schon erwähnt, in ein Walking-Pad zu verwandeln. Dafür dann einfach das Bedienelement nach unten klappen. Das ist auch zum Verstauen notwendig oder möglich. Wenn du es komplett flach machen willst, dann musst du hier diese Seitenteile abschrauben. Die lassen sich nicht einklappen, sondern die sind starr. Das heißt, abschrauben und dann kann das Ganze eingeklappt werden und dann auch unter dem Sofa beispielsweise verstaut werden. Das war es auch tatsächlich schon von dem Mobboy Home im Detail. Wir gehen weiter. Die Funktionen des Mobboy Home sind schnell und einfach erklärt, denn es ist einfach ein Laufband, mit dem du genau das machen kannst. Du kannst es als Laufband verwenden oder schon, wie gesagt, das Ganze als Walking Pad im Laufzustand. Hast du die Möglichkeit bis, wie gesagt, 12 km/h ist das Maximale und im G-Modus das Ganze bis 4 km/h. Dadurch, dass es klappbar ist und mit den Rollen versehen ist unten drunter, kannst du es ganz einfach verstauen und an einen anderen Ort schieben. Und du hast die Möglichkeit, durch die Integration eines Bluetooth-Lautsprechers dein Tablet oder Smartphone mit dem Mobboy Home zu verbinden und dann Musik oder auch Videos, Streaming, alles über oder mit während des Trainings zu hören, zu schauen und mit dem Tablet-Halter dann das Ganze auch visuell zu begleiten. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, was das Training angeht, das Thema der Steigung. Du hast keine Möglichkeit, hier Steigung einzustellen, sondern es ist immer ein flaches Gehen bzw. flaches Laufen. Und du hast auch keine Möglichkeit, hier einen Getränkehalter, bzw. es gibt keinen Getränkehalter, sodass du kein Getränk hier anbringen kannst. Du musst es immer neben dran stellen, so in Reichweite.
Und was das Thema App-Integration bzw. Smartwatch-Integration oder Brustgurt-Integration angeht, auch das funktioniert hier leider nicht, sodass du deine Fortschritte oder auch deine Gesundheitsdaten hier mit dem Mobboy Home nicht connecten kannst und das Ganze dann verfolgen kannst. So viel war es auch tatsächlich schon zu den Funktionen und deshalb gehen wir schon weiter. Kommen wir zu meiner Erfahrung mit dem Mobboy Home Laufband. Ganz ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich das Thema Gehen nicht so oft getestet habe, sondern tatsächlich nur mal ausprobiert habe, weil ich einfach, wenn ich spazieren gehen möchte, mir meine Hündin Mila schnappe und dann nach draußen gehe. Deswegen habe ich halt einfach den Laufmodus mehr getestet und häufiger. Und da muss ich sagen, wenn du das ein oder andere Video von mir schon mal gesehen hast, was das Thema Smartwatches angeht, ich war mal eine ambitionierte Läuferin mit Marathonvorbereitung. Das hat sich aufgrund von Verletzungen in den letzten Jahren etwas minimiert und ich starte quasi wieder von null, was das Laufen angeht. Und da ist für mich wirklich das Thema Steigung brauche ich nicht. Ich brauche keine Maximalgeschwindigkeiten über 12 km/h, sodass für mich das Mobboy Home in meinem derzeitigen Trainingszustand völlig ausreichend ist und genau dafür auch gedacht ist. Was mir aber aufgefallen ist und mich ein bisschen gestört hat, war das Thema der Lauffläche. Nicht was das Thema der Länge angeht, hier mit einem Meter völlig ausreichend. Ich bin 1,63 Meter und habe keine Schrittlänge von über einem Meter, deswegen ist das für mich auch fein. Aber was die Breite angeht, mit diesen 40 cm hatte ich das ein oder andere Mal meine Probleme, weil ich entweder nah am Rand oder teilweise auf den Rand gekommen bin und gucken musste, dass ich mich dann entlang lege. Was aber bei mir gut funktioniert hat, ist das Thema Bluetooth-Lautsprecher. Das koppelt man relativ schnell, wenn man mal wusste, mit welchem Gerät man sich wirklich verbinden muss. Aber wenn es dann mal gekoppelt ist, funktioniert das auch relativ gut. Relativ schnell bzw. sofort wurden die Lieder gespielt, die Videos wurden abgespielt und die Qualität des Lautsprechers ist auch völlig in Ordnung. Auch hier muss ich sagen, ich habe ihn nicht so oft genutzt, weil ich hier einfach in einem Bürogebäudekomplex bin, wo links und rechts und gegenüber einfach noch andere Büros sind und andere Leute arbeiten, sodass ich hier einfach am meisten mit Kopfhörern trainiert habe und dann mein iPad bzw. mein Smartphone einfach auf dem Halter abgelegt habe und das hat auch einigermaßen stabil gehalten. Was ich etwas schade finde, ist das Thema des Einklappens, dass ich hier diese zwei starren Seitenteile habe und die erstmal abschrauben muss mit jeweils 5 Schrauben, um das Ganze dann umzuklappen in den Pad-Modus, also Walking-Pad-Modus oder halt auch zum Verstauen. Heißt, ich kann hier nicht mal schnell das Ganze umklappen und dann kann vielleicht zum Beispiel die Mama oder der Papa oder was weiß ich, einfach kurz eine Walking-Session einlegen, sondern es ist immer irgendwie mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Und hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das Ganze einfach auch umklappen kann und das Ganze nicht so starr ist. Was das Thema Lautstärke angeht, bei den Bluetooth-Lautsprechern habe ich schon gesagt, was das beim Training angeht, ich habe das Ganze getestet auf Laminat. Da hat man es tatsächlich auch gehört. Hier sind auch bei uns die Wände relativ dünn, sodass man es extrem gehört hat. Deswegen würde ich empfehlen, immer irgendwas drunter zu machen. Entweder ein Stück Teppich oder irgendwie so eine Isomatte, dass man das ein bisschen abfedern kann. Denn ansonsten kann es einfach dazu führen, dass man andere Personen im Haushalt oder wie bei uns jetzt hier in anderen Büros einfach stört, weil es halt doch schon wahrnehmbar ist und vielleicht den einen oder anderen ablenkt. Und deswegen würde ich auch nicht irgendwie nach 22, 23 Uhr mit dem Gerät trainieren und auch nicht irgendwie morgens um 4 oder 5. Wenn du ambitionierter Läufer oder auch Marathonvorbereitung machst, auch dann hätte ich jetzt gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich keine Steigung habe, dass ich hier keine Ablagefläche für irgendwie, ich sag mal, Energieriegel oder auch Wasserflaschen habe und auch nur bis 12 km/h das Ganze hochgeht und die Fläche relativ schmal ist und relativ kurz, hätte ich gesagt, ist es auch tatsächlich eher so für die Leute gedacht, die sich ein bisschen mehr bewegen wollen, jetzt so nach der ganzen Corona-Homeoffice- und Weihnachtsphase, aber nicht für irgendwelche Profisportler bzw. die sich halt wirklich professionell auf irgendeinen Lauf vorbereiten wollen. So viel soll es tatsächlich von meinen Erfahrungen gewesen sein. Wir gehen weiter.
Kommen wir zu meinem Fazit zum Mobboy Home Laufband. Ich finde es wirklich gut, dass sich Hersteller mittlerweile mehr Gedanken darüber machen, wie man die ganzen Geräte, die man aus dem Fitnessstudio kennt, einfach auch nach Hause verlagern kann, was es da an Wichtigkeiten und Besonderheiten geben muss, um das Ganze effektiv und einfach zu Hause nutzen zu können, auch bei kleineren Wohnungen oder bei nicht so viel Platz. Sodass ich sagen muss, wenn man jemand ist wie ich, der gerade erst mit dem Laufen wieder angefangen hat oder anfängt, dann ist das Mobboy Home wirklich ein gutes Gerät, weil es einfach alles hat, was man braucht und nicht viel Schnickschnack und man kann es auch verstauen. Wenn du aber jemand bist, der wirklich ambitioniert läuft und sich ein Gerät holen will, zum Beispiel um einen Marathon oder eine Halbmarathon-Vorbereitung zu starten, dann würde ich dir empfehlen, dir das eher in einer professionelleren Region anzuschauen. Da musst du aber dann wissen, dass es, wie gesagt, ein bisschen mehr Geld kostet. Aber das Mobboy Home ist halt wirklich so, ich sag mal, das Einsteigermodell. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare oder komm zu uns in die Facebook-Gruppe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und mit der kleinen Glocke verpasst du keine Videos mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal.